Servus Leute, zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Portal 2 im Koop-Modus mit Lefern LP. Und mit dem Wuji Games. Das laufende Ei, Lefern LP, wird uns zeigen, wie wir jetzt zum Fünfer kommen. Hui! Und dabei verrecken. Naja, zumindest ein Teil. Die Tür ging sogar. Juhu! Auf. Ich bin sogar noch nicht mal gegen die Wand geprallt. Genial. Okay, wir müssen die Menschen befreien, hat Gladys gesagt. Auf Level 14 Parcours. Wie geben sie hier? Ja, die sahen mal besser aus. Ja. Wetten, da gefällt jetzt ein Loch unter uns. Genau, das habe ich mir nicht schon gedacht. Fluggeste! Wird irgendwie eine Fluggeste gemacht. Nee. Ich habe bloß deinen Bildschirm gesehen. Achso, doch, stimmt. Du hast eine Geste gemacht, deswegen ist dein Bildschirm gekommen. Wenn wir das gleichzeitig machen, dann kriegen wir ein Achievement, glaube ich. Flucht. Das hättest du vorher sagen. Kommt bestimmt nochmal. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Okay. Halt, warte, was verzeihen? Stimmt. Nur springen, oder wie, ne? Offensichtlich. Hüpf mal drauf. Achso. Achso. Oh, da ist ja ein Knopf. Was passiert denn, wenn ich auf den Knopf drücke? Ah! Kennst du das schon? Nein, kenne ich noch nicht. Das sieht aus wie Farbe. Darauf kann man hüpfen. Hui! Ah, okay. Und, warte, ich gehe jetzt auf den Knopf und du kannst auf das Ding da hüpfen, auf diese Plattform. Nee, geht noch nicht. Auf die andere. Hier, oder bei dem blauen ist auch eine. Achso, ich dachte, du wolltest. So, dann zeig mal. Hüpfen. Genau. Oh, warte. Das ist ja... Das ist cool. Und je höher du von dem höheren Ort, von dem du runterspringst, umso höher springst du auch. Warte, das muss ich nochmal ausbauen? Ah ja, so kann ich es wirklich vermeiden. Genau. Warte mal. Wird das immer höher? Nee, aber wenn du jetzt von da oben runterspringst, dann springst du höher, als wenn du jetzt von dem Ding runterspringst. Okay, jetzt kriegt man auf der anderen Seite Farbe. Blup. Okay. Hui. Ja, ich glaube, du musst wieder auf den Knopf da drauf gehen. Genau. Das heißt wieder. Drauf. So. Was haben wir hier oben Schönes? Den Ausgang. Ah ja, okay. Ich hab den Portal da unten gemacht. Und das rote. Hm, draußen ist Wasser. So, das war ja nicht so schwer. Ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Juhu. Diese Aufzüge, die wird man gar nicht mehr demontiert, glaube ich. Das sind so noch diese Aufzüge. Aufzüge nennst du das? Löcher. Ja, so wird es im Singleplayer zumindest genannt. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Das ist eine traurige Geschichte. Okay, Wasser, jumpen. So wie das aussieht, wird das ziemlich schwer werden, weil immer wenn dieser Strahl dabei ist, da ist das irgendwie ein bisschen komplizierter. Erstmal hier schauen, ob das klappt. Remember, do not leave your belongings here. Loiter for more than 20 minutes. Touch the glass. Do wear a shirt and shoes at all times. Move quickly through your test track. Not forget to not touch the glass. Also nicht vergessen, nicht das Glas anzufassen. Ach, da kann man hoch. Okay. Ich sehe schon, du hast alles im Griff.
Ich weiß gerade noch nicht genau. Die Sache ist, Jump, warte mal. Ich habe aber eine Idee. Nee, das hast du schon gemacht, oder was? Das und das hast du schon gemacht. Geht halt nicht dadurch. Ah doch, das geht dadurch. Warte, du kannst da irgendwas durchschießen, oder? Moment, das probiere ich jetzt mal. Ja, man kann das Ding... Man kann das höchstens... Hui. Ja, oder... Aber wenn du den Strahl anmachst, dann geht das da auch wirklich durch den Strahl durch. Warte mal. Wo ist denn das jetzt hin? Ah ne, das geht gar nicht, okay. Oh, das klappt nicht. Das klebt da hinten an der Wand auf jeden Fall mal. An der Wand? Ich sehe es gerade nicht. Ja, das kannst du von da aus auch nicht sehen. Wunderbar. Das kannst du nur von hier aus sehen. Tatsächlich. Ja, denn das ist jetzt richtig ein Satz, ein Mann. Wie heißt denn das Wort? Einfallsreich, so. Gottgleich. Ja, wenn du den Strahl jetzt umkehren könntest, dann wäre das gar nicht so dumm. Okay, Moment. Du hast da den Strahl und wohin kommt der Strahl am besten? Warte. Ja? Nee, da drüben geht nichts. Das bringt doch auch noch nichts. Wir müssen irgendwie den Strahl schaffen. Wir müssen irgendwie darüber, glaube ich. Ja, guck mal. Da unten ist auch noch was. Ja, aber... Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich schau einfach mal. Hilfe! Ich wollte einfach mal hier unten schauen, ob da was ist. Aber da ist anscheinend nichts. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie mit Jumpen müssen. Kann man irgendwie... Natürlich, warte mal. Geht das? Umdrehen? Nein. Kann man irgendwie diese Pampe da unten, dieses blaue Zeug da unten hinbekommen? Ah, ich weiß nicht. Ich geh jetzt erstmal schwimmen. Ich glaube, ich weiß nicht. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Wir müssen irgendwie, kann man nicht hier irgendwie drüber schießen, das Portal? Geht das vielleicht? Ne, hier kann man kein Portal hinschießen. Bringt mir da oben nichts. Weil da unten auf dieses... Auf diese Plattform, da kann man doch, wo du eben mit dem Strahl hergeglitten bist, da kann man doch bestimmt dieses blaue Zeug hinpacken. Möglich. Es passiert nichts, wenn man mehr macht. Weil wie können wir das Portal da hinten. Ich meine, hier ist ja nicht umsonst sowas, aber. Was passiert? Da unten kommen wir aber auch nicht hin. Ja. Es bringt uns auch nichts. Blauzeug, das muss da auf jeden Fall irgendwie unten hin. Die Frage ist nur, wie? Das bringt hier mal gar nichts im Moment. Den Strahl, den können wir aber auch nicht hier durch irgendwie bringen. Der Strahl. Wo kann denn der Strahl überall hin? Der kann da rein. Kann von da unten nach da oben. Der kann da rein. Ja, er kann aber auch, guck mal, auf diese zweite Plattform da hinten, kann er nach oben noch gehen. Schau mal, ich hab den da drin. Bringt aber ja, das hab ich doch eben auch gehabt. Achso, okay. Warte mal. Schau, dass man den nicht umkehren kann. Nee, kann man nicht. Ich kann ihn hier hinsetzen. Ich kann da hinsetzen. Da oben kann man das nicht hinmachen. Moment. Muss man bestimmt wieder so von Ding zu Ding. Probieren wir mal Folgendes. Du schießt mal die Tinte durch auf diese Seite, weil ich glaube, neben das Dunkelblaue passt noch ein Portal. So ungefähr. Vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Ja. Ah!
Ja, okay, jetzt habe ich blaues Zeug da drin. Aber was mache ich damit? Naja, blaues Zeug. Das geht da kaputt. Ja, aber das... Moment, mach das nochmal. Was das? Nochmal blaues Zeug durch? Nee, ach blaues so. Zeug durch. Okay, dann muss ich erstmal wieder die Portale schießen. So. Wenn du den Strahl jetzt wegmachst, dann fällt das da unten drauf. Theoretisch. Oder ich mach's an die Decke. Ja, mach an die Decke. Nochmal. Ich hab jetzt gedacht, dass ich es vielleicht transportieren muss. Müssen wir auch irgendwie transportieren? Nicht ganz. Okay, nochmal. So, jetzt ist so, zumindest. Ist da unten schon mal drauf. Das ist ja schon. Schon mal was. Atemberaubend. Man hört deine Motivation. Die kann ich aber auch nicht irgendwie runterhüpfen. Wenn du das. Dahin kann man das leider auch nicht machen. Das blaue Zeug. Obwohl da muss das blaue Zeug eigentlich drauf. Die Sache ist, dass wir es dann nicht hintransportiert bekommen. Nee. Da musst du hier durchkommen. Kann man. Oh ja, du musst da durchkommen. Ich habe eine Idee. Soll ich runterspringen? Nein. Ich muss. Also, wenn wir dorthin kommen zu der weißen Plattform, da haben wir es geschafft. Dann können wir da drüben einen Strahl machen und dann uns fallen lassen. Dann müssen wir hoch genug springen können. Theoretisch. Ja. Mach mal neben das dunkelblaue ein Portal. Und dann auf der anderen Seite eins. Also bei diesem blauen Fleck da. Jetzt müssen wir bloß irgendwie schaffen. Du wirst da weggetrieben. Das geht nicht. Mist. Kannst du vielleicht da durchhüpfen? Mit Anlauf? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ich nicht. Nicht, aber ich kann es probieren. Darüber hüpfen bringt auch nichts. Ich glaube, das muss hier. Normalerweise, also ich kann mir gut vorstellen, dass da unten auch noch irgendwie die blaue Farbe hin muss. Das ist zu stark. Nein, das ist zu stark. Oder? Nee, das funktioniert nicht. Ah, lass mich durch. Lass mich mal hüpfen versuchen. Vielleicht klappt's ja. Okay. Geronimo! Nein. Das sah schön aus von hier oben. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Sterben? Also ich vermute mal, dass wir irgendwas mal mit der Farbe machen müssen. Whee! Was passiert denn jetzt? Ah ne, dann fliegt das wieder so ewig weit weg. Genau, dann machst bloß die Wand blau. Es klappert wieder. Kaputt! Boah, ich hab glaube ich eine Idee. Ich hab glaube ich die Idee. Erzähl. Pass mal auf, mach mal da unten. Machen wir erst deinen Strahl da und ich verstehe es jetzt. Dann muss das runterfallen durch das Portal und dann muss ich mich aber beeilen, wenn ich gedrückt habe. Soll ich das da unten in? Du machst den Schießen. Achso, du machst den Strahl. Achso, halt. Nee, du machst den Strahl und ich drück drauf und dann mache ich da unten und auf das andere. Schaffst du das auf das andere? Hast du den Strahl schon gemacht? Moment, ich habe da irgendwas nicht getroffen. Nee, hast du. Jetzt. Warte, probieren wir es aus. Ui. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das hier eins hinschießen und dann da eins hinschießen und dann fällt das da drauf. Okay, dann lass mich nochmal probieren. Okay. Dann muss ich diesmal schnell sein. Dann muss ich. Ups. Ja. Und jetzt. Nein! Och Mann, jetzt bin ich an der Ecke hängen. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Pass auf, ich kann mir vorstellen, wie das funktioniert. Hui! Genau. No! Okay, ich habe abgebremst während des Sprungs. Oh, ich auch.
Schön. Und ich glaube, einer muss da draufstehen bleiben. Weil es macht nur... Na, ich bleib mal hier stehen. Okay, dann probiere ich mich nochmal dran. Spring in deinen Tod. Wie schön du rumleckst. Ehrlich? Leck ich so arg? Hm. Das denn? Ach, das ist der Motor. Okay. So, jetzt schon. Guck mal, wo geht's denn hier hin? Mach mal deinen Strahl, guck mal. Ah, warte, ich glaube, ich treffe das von hier. Moment. Mach mal nichts. Genau, jetzt kannst du deinen Strahl irgendwie... Kannst du das? Kannst du hierher kommen? Na, ich springe halt nach. Und anstatt der Plattform ist jetzt dieser Strahl. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Geronimo! Leroy! Jack! Okay. Jetzt war ein Strahl weg. Tötet ihn! Feuer liegt! Okay. Das war eine schwere Geburt. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzückung versetzen. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Okay. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie nicht schreiben können? Das ist richtig. Stimmt. Die gehen ganz schön ziemlich tief in den Untergrund vor. Oh ja. Oh ja. Aperture Laboratories. Komm schon. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Juhu. Im Singleplayer. Extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Oh. Im Singleplayer heißt das übrigens Aperture Laboratories. Heißt das doch hier auch, oder? Glaub, du hast nämlich nur eben irgendwas anderes gesagt. Hab ich das? Zumindest habe ich so verstanden. Egal. Okay, hier an der Stelle. Lefern holt jetzt gerade die Chips raus. Machen wir eine Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Da leckt er schon wieder rum. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.